1791 kaufte der Freiberger Stadtrat das in einem Bürgerhaus aus dem frühen 17. Jahrhundert eingerichtete Theater am Buttermarkt. Dieses Bekenntnis der Stadt Freiberg zur Theater- und Orchesterkultur hat bis heute Bestand. In Freiberg komponierte der 14-jährige Karl Maria von Weber seine erste Oper, Das Waldmädchen. Sie wurde im Theater Freiberg am 24.11.1800 uraufgeführt und galt seitdem als verschollen. 215 Jahre später wurde die Oper in einer Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Bergakademie Freiberg und dem Marinsky-Theater St. Petersburg erstmals wieder im Theater Freiberg aufgeführt. 1993 fusionierten die Stadttheater Freiberg und Döbeln zur Mittelsächsischen Theater- und Philharmonie GmbH. Einem hochleistungsfähigen Mehrspartenhaus, bestehend aus Schauspiel, Musiktheater, Opernchor und philharmonischem Orchester. Hoffen Sie angesichts der Weltlage auf Vernunft, auf ein Wunder, dass es weitergeht wie bisher? In der gesamten Region Mittelsachsen ermöglicht das Theaterensemble einen unmittelbaren Zugang zu Kunst und Kultur. Jährlich werden weit über 500 Vorstellungen gespielt. Seit 2005 bespielt das Mittelsächsische Theater die einzige Seebühne Sachsens an der Talsperre Kriebstein. Theater sind Wertezentren und übernehmen mit hoher künstlerischer Kompetenz Verantwortung für die Entwicklung einer offenen, demokratischen Gesellschaft.